Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Blue Dragon. Ihr fragt euch sicherlich, was tun wir hier? Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich habe, als ich euch verabschiedet hatte in der letzten Folge, wollte ich abspeichern und wollte dann anschließend oder habe dann anschließend gegessen und ich habe mal eine Stunde Pause gemacht, bevor ich mich an die nächste Aufnahme hier setze. Und bevor ich die Konsole ausgeschaltet habe, hat mir das Spiel geraten, einen separaten Spielstand zu nutzen, um abzuspeichern, denn ich werde nicht mehr zurückkommen, wenn ich jetzt weitermache oder einen Spielstand überschreibe. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier jetzt das Ende sein wird, aber nicht die letzte Folge des Let's Plays, weil das wäre ja total schwachsinnig, weil wir haben noch viel zu viel zu erledigen und nur damit ihr vorgewarnt seid, ja? Okay, es wird geladen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wir werden es gleich sehen. Achso, das hier. Ich will es zurück. Das haben wir ja schon gesehen. Gut, dann werde ich euch jetzt rausschneiden. Dann wird bestimmt auch nochmal gezeigt, dass ich... Wie überspringe ich das denn? Ach, ich werde gar nicht mehr gefragt, ob ich speichern möchte. Wir kämpfen jetzt gegen Zola. Oh nein. Ich glaube das jetzt nicht, oder? Das hier bricht mir echt gerade mein Herz. Ich mochte sie. Ich mochte sie unheimlich gerne sogar. Ach Gott, Manomaro, wie der sich fühlen muss. Ich kann, Gegenstände, wir müssen uns heilen. Erstmal. Oh Gott, ich finde das so schlimm gerade. Okay, ich dachte, wenn ich Pause mache, dann wird mich das nicht so treffen, aber das tut's trotzdem. Jetzt ist sie dran. Zola sieht nur zu. Okay. Weiße Magie. Wir müssen uns heilen. Du benutzt auch Zauber. Allerdings die weiße Magie. Vielleicht tut sie uns ja nichts. Ach, ich versuche mir das nur gerade schön zu reden. Ich finde das gerade so schlimm. Gegenstände. Aber so ist das Leben ja auch, ne? Dann später auch Freunde. Oder man hatte mal Freunde. Hat sich dann herausgestellt, dass es dann doch keine Freunde gewesen sind. Oh Gott, ich finde das trotzdem so schlimm. Stellt bei allen ca. 80 MP wieder her. Ja. Ich möchte sie noch nicht angreifen. Ich möchte Verteidigen einsetzen. Die sieht immer nur noch zu. Ich weiß nicht, sollen wir sie wirklich... Ich werde sie erstmal beklauen. Eine Medizin habe ich gestohlen, immerhin. Verteidigen. Zaubern. Wir können ja schon mal so passive Sachen auswählen, oder? Steigerung der Maxi... Mein TP eines Ziels. Ich kann ja solche Sachen einsetzen. Zaubern. Weiße Magie eher weniger. Du verteidigst dich nochmal. Du verteidigst dich auch. Sehe ich ganz genauso. Zurück, der noch bei euch ist.
Als ich diese Frau kennenlernte, war sie verzweifelt und auf der Flucht vor dem Krieg. Sie hatte den Glauben an die Menschen verloren, die sie betrogen hatten. Sie war schwach und konnte niemandem helfen. Darum wollte sie Macht, die ich ihr versprach. Und sie nahm mein Angebot an. Seit dieser Zeit hat diese Frau mir treu gedient und mir Seelenkelche gesucht, um meine Jugend und meinen Planeten neu auferstehen zu lassen. So traf sie auch auf euch. Erinnert ihr euch an die Stimme? Die Stimme, die euch anwies, die Lichtkugeln zu schicken? Ja! Aber diese Stimme, das warst du! Das war nicht Mene! Aber wieso? Wieso wurdest du zur Verräterin? Zula hat sich ihre Magie nicht, wie wir, zu eigen gemacht. Es ist immer noch Menes Seele. Vielleicht war sie seine Versicherung. Zula, warum? Hast du dich für Nene an König Tibral rangemacht? Los, sag schon! Zula! Noch einmal. Macht. Was? Wieso denn? Das ist dein Licht. Ich habe deinen Geist abgestoßen. Ich habe meine eigene Macht in mir entdeckt. Chabo, das Halsband des Lichts. Chabo! Du? Wenn ich jemanden verrate, dann bestimmt nicht Shu und seine Freunde, sondern dich, Mene. Oh, Gott sei Dank. Erinnerst du dich? Ich sagte, ich wünschte mir Macht. Und du zeigtest mir Macht. Die Macht, die du durch deine Jugend zurückgewinnen wolltest. Ja, von Anfang an wollte ich deine Macht. Nenes Krankheit wurde durch Magie verursacht. Die Magie zehrte seine Seele auf. Sein Körper konnte die stärker werdende Magie nicht aushalten. Daher musste er seine Seele stärken. Aber ich bin anders. Ich kann diese Macht kontrollieren. Ist sie dann jetzt auf unserer Seite? Ah, hus nicht, Zula! Nimm nicht denselben Weg wie Nene. Ja, eben. Uns echt an der Nase herumgeführt. Wolltest du das nicht von Anfang an? Vielleicht. Ich war durch Verrat vollkommen entmutigt. Damals hat mich Nenes Magie in Versuchung geführt. Aber jetzt nicht mehr. Jemand zeigte mir, wie ich meine
meine eigene Macht nutzen konnte. Oh, der Frosch hat das jetzt genommen, oder? Also dieser... Chavo? Wenn Zola es nicht braucht, nehme ich es eben. Ach so, er. Stopp! Spuck sofort aus! Du träumst wohl. Was ist da los? Das ist bestimmt nicht Chavo. Nein, das ist der Frosch. Wer dann? Der kleine Frosch von Dings. Ja, genau. Ja, super. Unglaublich. Ich habe meine Macht wieder. Ja, die hast du aber hoffentlich nicht für lange. Ich werde euch verschlingen, allesamt. Ihr sollt wissen, wie es ist. So erbärmlich eingesperrt zu sein wie ich. Ich bin der Teufel. Der mächtigste biomechanische Soldat, der je erschaffen wurde. Okay. Das ist das Wesen aus den Wandbildern. Ach du Gott. Der Ahnen zerstört hat. Dies ist ihre wahre Gestalt. Was hat er hier zu suchen? Nine sagte, er hätte es in den Ruinen gefunden. Er dachte, er würde das letzte Relikt der Vergangenheit für eine Zukunft retten, in der Magie vergessen ist. Okay, aber Zola, du kämpfst jetzt mit uns, ja? Oh, Gott sei Dank. Oh, ich bin so beruhigt. Ich bin so beruhigt. Okay, super. Unsere MP sind aber nicht komplett geheilt. Okay. Destroy. So ist dein Name. Alles klar. Auf jeden Fall möchte ich dich erstmal bestehlen. Ich denke, das hier ist dann der Endgegner des Spiels, ne? 307. Okay. Niedermähen eher weniger. Zaubern schwarze Magie. Können wir Schatten benutzen oder wird er das... Moment, wir machen das ganz... Ach, du hast Schatten 2, ne? Stimmt. Moment. Ich habe die ganze Zeit weiße Magie eingesetzt. Gut, dann setzen wir eben Glanz ein. Glanz 2, bitteschön. Nochmal weiße Magie für Glanz 2. Super. Zola. Feuer 3. Ups. Das war ein bisschen too much. Schwarze Magie. Erde 2. Du darfst normal angreifen. 284. Fegefeuer. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. So, jetzt kommt der Glanz. 521, doch so viel. Das ist gut. Der hat sein Maul auf. Spuckt er gleich nochmal Feuer. 602, sehr schön. Die Zunge kommt. Manomaru! Okay. 1716, sehr gut. Okay. Wir müssen erstmal uns heilen, bevor wir Manomaru wiederbeleben.
Nochmal die Zunge. Ja, sehr schön. Er ist gleich wieder dran. Ist das dein Ernst? Beistandsmagie. Okay, gut, das bringt uns jetzt nichts. Okay, nochmal heilen. Okay. Gigalux. Wird er auch versuchen, unsere Schatten zu vernichten? Bestimmt. Giernebel. Hallo? Dürfen wir auch gleich nochmal an die Reihe kommen? Was ist Gruppenabsorption? Was genau wurde absorbiert? Ach, unsere MP. TP vom Nebel weggesaugt. Ich dachte MP. Moment. Die kann nicht mehr zaubern. Ach, sie hat keine MP mehr. Okay, gut. Moment, kann ich angreifen? Ich kann den Tarnnebel angreifen. Gut, das möchte ich aber jetzt noch nicht. Gegenstände benutzen. Flügel des Phönix. Mit allen MP. Moment. Dann ist ja gerade der Phönix viel besser. Ich hätte mehr von denen einkaufen sollen. Aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass wir uns hier so hineinstürzen. Okay. Manomaru. Zaubern. Schwarze Magie. Wasser 3. Bist du bereit? Okay. Zaubern. Weiße Magie. Wir müssen uns heilen. Ach so, und dann nochmal weiße Magie. Genau. Okay, 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 okay. Der Nebel hier gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Dann greifen wir den normal an. Was? Der absorbiert ja alles. Ja, wie soll ich den denn lahmlegen? Wie soll das denn funktionieren? Okay, das hier ist jetzt nicht so toll. Okay, Moment, nein, jetzt habe ich Verteidigen ausgewählt. Jetzt kommt wieder die Zunge. Zaubern, Beistandsmagie. Maximale TP eines Ziels. Zola. Er ist aber gleich wieder dran. Okay, hat sich erledigt. Das musste ich später einsetzen. Ich muss erstmal die weiße Magie einsetzen. Denn er ist gleich wieder dran. Und wenn er nochmal die Zunge einsetzt, dann ist Zola raus. Und nochmal die Zunge. Das ist too much. Zaubern, weiße Magie. Du musst uns heilen. Gruppenabsorption. Was wird denn jetzt schon wieder absorbiert? Die MP. Ja, aber wie soll ich denn den Tarnnebel loswerden? Wie soll das... Das gibt's doch nicht. Mit Gegenständen vielleicht? Antikes Fossil. Der Ring hat die Bewegungsgeschwindigkeit leicht. Ich setz mal ein. Schutz. Und nochmal die Zunge. Vielleicht durch die Spannung. Oh. Okay. Probieren wir es einfach. Ich meine, was hab... Hab nichts zu verlieren. Ich weiß nicht, wie das sonst... funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Das Einzige, was ich noch tun könnte, wäre vielleicht... Ich weiß es nicht. Zauberangriffe werden absorbiert. Physische Angriffe werden absorbiert. Wenn er das hier jetzt auch absorbiert, dann heul ich. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht.
Wen hat er besiegt? Er holte Schlucken des Nebels. Okay, ich verstehe. Ich muss uns heilen. Ich kann die anderen nicht wiederbeleben. Ich muss uns erst heilen. Ach du Gott, du ahnst es. Moment. Gegenstände. Heilen. Flügel des Phönix. Belebt jemanden nach einem K.O. mit allen MP. Die werde ich brauchen. Zola. So, jetzt ist er wieder dran. Energieschub. Oh oh. Versteinert, nein! Okay, Gegenstände. Moment, ich habe doch hier irgendwas steinfrei. Komm, Giro. So, er ist wieder da. Okay. Manomaru, Gegenstände heilen. Kralle des Phönix. Komm, Manomaru, du musst zurückkommen. So. Dann ist jetzt Schuh dran. Er kann das nicht einsetzen. Warum nicht? Wegen seiner MP? Wir brauchen MP dafür? Oh nein, 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 das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Gegenstände. Verdammt. Heilen. Stellt 100 werden wir ja nicht brauchen, oder? Es reicht doch 50 MP, oder? 100 MP. Hier sind wieder TP. 20 MP. Für alle. Okay. Fegefeuer. Oh oh. Besiegt. Wiederbelebung für ihn. Okay, immerhin. Er ist wieder da. Und die Zunge kommt wieder zum Einsatz. Na, ganz toll. Und noch einmal die Zunge. Okay. Und nun? Gegenstand. Heilen. Kralle des Phönix. Ich hab nur noch eine. Komm, Zola. Hier, Nebel. Nein, jetzt ist der Nebel wieder da. Jetzt ist der Nebel wieder da. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Oh Gott, ich bin zu schwach für diesen Kampf. Was mache ich denn jetzt? Flügel des Phönix. Mit allen MP. Giro. Das gibt nichts. Ich habe hier gleich ein Game Over. So, Schuh und Zola sind raus. Gruppenabsorption. Ja, eine Gruppe kann man das hier jetzt nicht nennen. Erledigt. Ich bin zu schwach für diesen Kampf. Spielende. Okay, ich probiere es noch einmal. Wenn ich es aber jetzt dieses Mal nicht hinbekommen sollte, dann werde ich den Spielstand neu laden und werde diesen Würfel verlassen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich ihn nicht schaffe. Gegenstände. Zaubern, weiße Magie. Ach ja, ja. Stimmt, hier war ja was. Heilen. Stellt 100 MP wieder her. Gut. Zaubern, weiße Magie. Dann werden wir durch Zola geheilt. Zola ist die einzige, die komplett hochgeheilt ist. Fegefeuer, jetzt geht's hier schon wieder los. Was hier alles gar nicht so schlimm ist. Wirklich. Schwarze Magie. Nein, du musst uns heilen. Wie der hier schon wieder hier rüberklotzt. Zaubern, weiße Magie. Vor allen Dingen Manomaru und Zola, die haben so wenig TP. Jedes Mal. Beistandsmagie. Maximale TP. Für dich, bitteschön.
So, kann ich das nochmal einsetzen? Zaubern, weiße Magie. Und heilen. Oh. Oh, Mist, was mache ich hier? Nein, nochmal. So, da müssten wir jetzt alle hochgeheilt sein. Normalerweise. Okay, Schuh vielleicht nicht ganz. Okay, aber so kann man es lassen. So, hier kommt wieder die Zunge im Einsatz. Der Wahnsinn. Und nochmal die Zunge. War nur die vordere Reihe. Ach, Manomaru ist schon K.O. Super. Gegenstand. Heilen. Ralle des Phönix. Nein, Flügel des Phönix. Wir wollen die MP... Oh nein! Der hat die MP hoch. Oh, bin ich doof. Bin ich doof. Oh, bin ich doof. Oh, Mann. Egal, ich gehe echt stark davon aus, dass ich nicht gewinne. Und wenn ich gewinne, dann so oder so werde ich den Spielstand neu laden. Löschen. Okay. Wird er auch versuchen, unsere Schatten zu vernichten? Ja, ich gehe mal stark davon aus. Beistandsmagie. Maximale TP. Nochmal für Zola. Dieses Mal werde ich es laden. So. Angreifen. Manomaru, deine Spannung ist weg. Ich kann mit dir gar nicht mehr zaubern. Okay. Gegenstände. Fischer Knoblauch. Nee. Ich werde mich verteidigen. Was soll ich denn sonst tun? Jetzt kommt der Nebel. Warum kommt der Nebel? Wir haben dir gar keinen Schaden hinzugefügt. Wenn dieser Nebel nicht wäre. Super, unsere komplette MP ist einfach weg. Zaubern. Weiße Magie. Hier. Oh, stopp, stopp, stopp. Noch einmal. Das gibt es doch einfach nicht. Das gibt es nicht. Und nochmal. So, immerhin, wir sind alle hochgeheilt. Vorerst zumindest. So, zaubern. Weiße Magie. Nein, verteidigen. Und nochmal die Zunge. Maximale TP plus für Zola. Das geht auf alle. Geht das dann auf alle? Super. Du musst dich verteidigen. Und nochmal die Zunge. Jetzt ist der Schatten dran. Ich gehe stark davon aus, dass Manomaru das nicht überleben wird. Oh oh. Er hat es nicht überlebt. Gegenstände heilen. Flügel des Phönix, bitteschön. Bitte, Manomaru. Und nochmal die Zunge. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Es kann losgehen. Ja, das bringt uns nur nichts. Zaubern. Oh Mann, 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 Mann. Ralle des Phönix. Wir müssen warten, bis der Schatten weg ist. Du zauberst bitte mit weißer Magie. Oh, verdammt. Gegenstände heilen. Verbotene Kristalle stellt die MP und TP der Zielperson vollständig wieder, ja. Ja. Warum nicht? Ich meine, ich verliere ja eh. Und wenn ich nicht verliere und gewinne, habe ich den Gegenstand ja eh wieder, weil... Hier scheint ja das Ende zu sein. Also kann ich es ja auch benutzen. TP vom Nebel weggesaugt. Ja, genau. Genau. Inhalier du mal den Nebel. Und jetzt sind wir dran. Okay. Ich werde euch das hier rausschneiden, die ganzen Animationen, ja? Okay. Und hier haben wir... Wie viel? 2828. Jawohl. Manomaru, du musst einen Gegenstand einsetzen. Kralle des Phönix für Lady Zola.
damit sie gleich ihr Limit einsetzen kann, falls sie noch an die Reihe kommt. Energieschub, was war das nochmal? Ah, versteinern, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. So, zaubern, schwarze, weiße Magie. Setz du ruhig Glanz ein, Liebes. Schwarze Magie. Weiße Magie, um uns zu heilen. Okay. Er setzt jetzt seine Zunge ein, oder? Fegefeuer. Gut, Fegefeuer hat Manomaru nicht überlebt. So, auch hier linkes Auge. Ich kann das linke Auge angreifen. Ich kann das Auge angreifen. Rechtes Auge. Okay, aber bei hier dem nicht. Okay, gut. Ich setze das hier trotzdem ein. Schade, dass wir die Augen auch nicht angreifen konnten. Aber das sehe ich jetzt erst, dass man die Augen auch angreifen kann. Okay. So, ich brauche hier Heilungsgegenstände. Kralle des Phönix. Für Manomaru. So, Manomaru. Du bist wieder da. Okay. Schade. Ich würde gerne die Augen angreifen. Okay. Los, Lady Zola. Okay. Wie sieht's aus? 2787. Jetzt kommt die Zunge. Damit war zu rechnen. So, jetzt kommt hier einmal Glanz. Und jetzt kommt die Heilung. Kommt halt ein kleines bisschen zu spät. Aber sie ist da. Und wieder die Zunge. So, die Spannung von Jiro ist da. Jetzt kann ich die Augen nicht mehr angreifen, ne? Weil er jetzt nicht mehr vorne liegt. Also so nach vorne rüber gebeugt ist. Kann ich nur ihn angreifen. Gegenstände heilen. Flügel des Phönix. Manomaru. Kommt er wieder mit seiner Zunge. Manomaru ist dann hinüber. Nein, Manomaru ist an der Reihe. Okay, zaubern, weiße Magie. So, dann kann er uns noch alle heilen. Bevor er an die Reihe rankommt. Okay. Zunge, das dürften alle überleben. So, jetzt. Jiro, du bist dran. Okay. Und, wie sieht's hier aus? 3557. Jetzt kommt wieder die Zunge. Schuh. Na super. Was tue ich jetzt? Komm, klug. Alles oder nichts. Und? 3170. Zunge. Mal wieder. Bist du jetzt wieder dran? Endurteil. Was ist Endurteil? Das hatten wir bisher auch nicht. Okay. Okay. Gegenstände. Heilen. Flügel des Phönix. Chu. Komm bitte. So. Weiße Magie. Typhe 2. Und nochmal weiße Magie. Typhe 2. Okay. Dann sind alle hochgeheilt. Mit der MP müssen wir gar nicht knauserig sein. Denn die bekommen wir ja Gott sei Dank jedes Mal wieder, wenn wir unser Limit einsetzen. Fegefeuer, auch das ist kein Problem, das überleben wir. Solange der Nebel nicht kommt, ist alles in Ordnung. Und die Zunge. Okay. Okay, zaubern, weiße Magie. Können wir wieder die Augen angreifen? Ich muss uns erst heilen. Es geht nicht anders. Ich muss uns heilen. Ich kann die Augen jetzt nicht angreifen. Zunge. Nein, jetzt kann ich die Augen nicht mehr angreifen. Ah, Versteinerung. Ah, nein, doch nicht. Ist nicht die Versteinerung gewesen. Okay. Leute. Gegenstände. Heilen. Danach ist sie dran, ne? Okay, ich habe nur noch einen Flügel des Phönix. Ich entscheide mich für Manomaru, weil der ein bisschen mehr TP hat als Zola. Glaube ich zumindest.
So, wir setzen wieder die weiße Magie ein und heilen uns direkt. Okay. Na komm schon. Und nochmal. TP? Hatte Giro nicht mal 999 TP? Was ist da passiert? Oh, der Nebel ist wieder da. Der Nebel ist wieder da. Das ist nicht gut, dass der Nebel wieder da ist. Ich bin komplett hochgeheilt, nicht? Sollten wir dann Verteidigen einsetzen? Oh Gott. Zaubern, weiße Magie. Wiederbelebung. Ich kann ja auch Wiederbelebung benutzen. Komm, Zola. Komm zurück. Wir haben ja auch Wiederbelebung. Oh Gott, wie doof. Wir haben Wiederbelebung. Okay, ich glaube, sie stirbt mir wieder. Nein. EP vom Nebel weggesaugt. Zaubern, weiße Magie. Wir müssen uns alle heilen. Ja, greif uns nur an. Gruppenabsorption. Geht's wieder los. Das überlebt sie aber nicht. Ist aber okay. Greift er wieder mit Zunge an. Es kann losgehen. Chu, du bist dran, ja? Zaubern. Weiße Magie. Erneuerung. Stellt für ein Ziel allmählich eine kleine Menge TP wieder her. Okay. Lädt die Beistandsmagie eines Ziels aus. Auf Abbrechen. Aufladen eines Ziels wird abgebrochen. Okay. Nicht so prickelnd. Wiederbelebung. Ach Gott, Manomaru ist auch hinüber. Gut. Klug. Wir müssen mal gleich gucken, ob du das auch kannst. Ich weiß nicht, doch normal müsstest du auch wiederbeleben können. Dann könntest du ja zwei Stück auf einmal wiederbeleben. Naja. Jetzt kommt erstmal seine Wiederbelebung. Und wieder die Gruppenabsorption. Und Giro ist hinüber. Das gibt es doch nicht. Zaubern, weiße Magie, Wiederbelebung. Für Giro, wiederbeleben. Nochmal die weiße Magie, Wiederbelebung. Für Manomaru, wiederbeleben. Oh, diese Folge hier wird eine Katastrophe. Es tut mir so leid, Leute. Ich konnte es nicht wissen. Aber wenn ich ihn nicht schaffen sollte, dann werden wir den anderen Würfel betreten. 850. 5000 MP. Also er hat sich dann nur mit 850 geheilt. Das geht ja noch. 5000 MP hat er. Okay. Zaubern weißem. Ach Gott, ja. Entschuldigung, ich vergaß. Heilen. 100 MP. Bitteschön. Manomaru. Zaubern weiße Magie. Das kann er jetzt nicht. Ist aber auch gar kein Thema. Du kannst stattdessen zaubern. Wir müssen. Ich kann deine Spannung noch nicht einsetzen. So, zaubern, weiße Magie, wiederbeleben für Zola. Okay, ich hoffe, dass er jetzt mit seiner Zunge angreift. Endurteil. Was war das nochmal? Oh. Oh nein, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was sind das für komische Zustandsveränderungen? Oh, sowas können wir nicht gebrauchen. Gegenstände. Heilen. Was ist das? Haben wir kein Allheilmittel? Doch. Was haben die denn? Ist das Schwindel? Hält alle Statusleiden. Schuh. Jetzt kommt Fegefeuer. Super. Das ist sowas von gar nicht gut. Okay, zaubern, weiße Magie, wiederbeleben. Klug. Klug muss unbedingt wiederbelebt werden. Denn sie kann zweimal hintereinander die weiße Magie einsetzen. Okay. Du, weiße Magie.
die weiße Magie. Du stirbst so oder so. Du stirbst so oder so, Jiro. Ich kann machen, was ich will. Aber die anderen sterben dann nicht, wenn ich Hilfe einsetze. Deshalb setze ich es ein. Jiro, ich hoffe, dass du es vielleicht doch noch überlebst. Nein. So, zaubern, weiße Magie, wiederbeleben. Jiro. Nochmal weiße Magie, wiederbeleben. Manomaru. Ist hier so ein Teufelskreis gerade. Aber solange er mit seinem Nebel nicht um die Ecke kommt, ist alles wunderbar. Dann komme ich zurecht. So, und nochmal Wiederbelebung für Manomaru. Zunge. Das gibt es nicht. Okay, super, er bleibt so stehen. Auch alles, gar kein Thema. Ach, ausgerechnet, er ist jetzt dran. Warum nicht sie? Ich muss kurz überlegen. Gegenstände heilen. Ich habe nichts da. Ich habe nichts da. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich guck mal gerade bei Gegenstände Beistand. Halbiert TP und gibt Verbündete. Steigert die Bewegungsgeschwindigkeit leicht. Luke. Nein. Nein, der Nebel ist wieder da. Och, nein. Gehst du mir so auf den... Boah. Jetzt steht sie noch vorne. Jetzt ist over. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. TP vom Nebel weggesaugt. Ja, immerhin. Verdammt. Verdammt. Ich bin weitergekommen als beim ersten Mal. Gut. Hier bin ich jetzt auch schon wieder bei 50 Minuten. Ich werde euch die ganzen Szenen hier rausschneiden. Also die Limit-Szenen werde ich euch hier rausschneiden. Und an dieser Stelle leider die Folge beenden. Und es tut mir so leid, dass wir nichts erreicht haben. Es tut mir echt leid. In der nächsten Folge werde ich den anderen Würfel betreten. Denn da wird es ja wohl nicht zum Ende kommen. Das wäre ja sehr witzlos. Tut mir leid, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.